Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Assassin's Creed Revelations, das verlorene Archiv, DLC. In der Ausführlichkeit wollte ich das jetzt einfach mal gesagt haben. Wir sind jetzt in Erinnerung. Unser Team eingesetzt. Italien, in Abstergos neuem Forschungszentrum. Ich muss wissen, was die mit diesem Animus vorhaben. Euer drittes Teammitglied hat keine Verbindung zum Orden gehalten, bis sie neue Befehle bekommt. Okay. Also wir sind jetzt, wie gesagt, nochmal in Erinnerung 4. Die heißt der Maulwurf. Und ich werde auch hier wieder versuchen, alles an Animus, beziehungsweise Erinnerungsfragmenten zu bekommen. Sofern ich die denn sehe. Also die letzten Erinnerungen haben wir doch relativ gut hingekriegt. Da haben wir alle gefunden. Und wir müssen... Lucy Stillman. Sie hat Abstergo infiltriert. Seit sie 17 war, hat sie außerhalb des Ordens gelebt. Alle Verbindungen zu den Assassinen wurden gelöscht. Lucy Stillman, ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Nee, wie gesagt, wir haben bis jetzt... D-Day ist der 1. Februar 2011. Du wirst von ihrem Team zur Verfolgung und Ergreifung Blutsverwandter geschnappt. Sie werden dich als Testobjekt benutzen. Gut, Lucy verschafft dir nachts direkten Zugriff auf den Animus. Und sobald du genug Informationen hast, bringt sie dich wieder raus. Nein, nein, nein! Da war doch irgendwas. Da war irgendwas. Die Frage ist nur, wo? Irgendwo höre ich das Teil. Irgendwo höre ich das Ding doch. Ist wahrscheinlich hier unten drunter irgendwo. Na. So, ich gucke einfach mal von der anderen Seite. Muss nur schnell genug sein. Da oben ist es. So, erstmal die ganzen Steine hier weg. Sieht ja aus wie im Legoland hier. Na? Achso, ich bin noch gar nicht hoch genug. Da oben. Wie gesagt, das ist mit dem Geklimper ist zwar ein schönes Anzeichen, aber ab und zu auch ein bisschen verwirrend. Wenn das dann schon, keine Ahnung, wie lange vorher anfängt zu klimpern. Ey, ganz ruhig. Okay, von wo sind wir jetzt überhaupt gekommen? Ich glaube von da, ne? Nee. Bin verwirrt. Nee, stimmt, wir sind von da gekommen und müssen in die Richtung hier. Okay, das geht nach oben. Und durch. So, hier geht es wahrscheinlich wieder in den Abgrund. Und wir müssen da oben hin. So. Hier ist auch so nichts mehr. Willkommen im Animus, Subjekt 16. Ich wollte sagen, das kennen wir doch noch irgendwo her. So, ist hier noch irgendwie was? Ich guck mir das lieber nochmal in alles in Ruhe an. Und höre, ob ich da irgendwie was im Hintergrund an Geklimper wahrnehme. Kommen wir hier durch? Nö. Hier ist auch so nichts. Kommen wir da durch? Auch nicht. Weil in der Regel sind solche Räume schon recht verdächtig, was solche Bonusdinger angeht. Ich baue mich hier mal kurz nach oben. Aber kann hier auch nichts erhaschen. Ich höre nichts, ich sehe nichts. Wo geht's da vorne hin? Geht's da irgendwo hin? Nein! Ah ne, da geht's nur in die Dachluke.
So, bauen wir mal wieder das hier hinein in den Animus. Okay. Bewegt sich das da gleich auch noch? Ah, nee, stellen Sie sich die Geschichte als Buch vor. Die Seiten sind zerflettert, geschwärzt, fast unlesbar. Nur für Träumer von Nutzen. Von der Politik missverstanden und missbraucht. Doch was, wenn es einen Weg gäbe, die Geschichte zu rekonstruieren, ihre Lektionen wirklich zu verstehen? Der Animus stellt eine solche Chance dar. Wonach suchen Sie wirklich? Soweit ich weiß, stellt Abstergo keine Geschichtsbücher her. Sehr clever, Mr. Kaczmarek. Aber uns gehört ein Entertainment-Studio. Vielleicht produzieren wir ein historisches Drama. Denken Sie darüber nach, wenn Sie die nächste Sitzung beenden. Ja, wir müssen erstmal hier durch die ganzen Laserdinger durch. Ich habe gedacht, dass sie sich relativ gleich bewegen. Und go! So, das hat doch schon mal super gepasst. Hier ist auch nichts, was ich einsammeln könnte. Was war das? Achso. So, da müssen wir jetzt irgendwie... Ich gucke erstmal, wie die fliegen. Okay, das könnte passen, wenn ich mich hier hinstelle. Na? Okay, ich glaube, hier müssen wir auch hin. Hier, ja, hier müssen wir hin. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich mag ja diese Laserkonstruktionen nicht unbedingt. So. Haben wir hier noch irgendwas einzusammeln? Sieht nicht so aus. Hört sich auch nicht so an. Wo geht's da hin? Was mich halt ein bisschen nervt, ist, dass, Clay überhaupt nicht sprinten kann. Okay, da sollten wir, glaube ich, nicht unbedingt reinfallen. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ich versuch's einfach mal. Hä? Was wollen wir denn hier? Hier ist ja nichts mal irgendwie, was man hätte sammeln können. Na, dann wollen wir hier mal wieder raus. Wie gesagt, hätte ja ein Versuch sein können, dass da irgendwie was versteckt ist. Na. Ist da oben irgendwas? Auch nicht. Moment. Ah, ich dachte, ich hätte da irgendwas gehört. Aber dem ist wohl nicht so. Da oben liegt auch nichts drauf, also würde ich mal stumpf behaupten, wir gehen mal hier durch die Tür. Wenn wir es denn dürften. Bin leicht verwirrt. Ach, da ist noch eine Tür. Oder wie? Ah. Die hat auch gerade wieder irgendwas geklimpert. Da oben. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass wir diese Sprungding nicht mehr haben. So, wo müssen wir hin? Na. Hallo? Wieso darf ich da nicht drauf? So, nehmen wir nochmal alles weg und fangen nochmal von vorne an. Bauen wir uns mal von hier hoch. Okay. Wo ist das Teil denn?
bin doch schon durch das Ding durchgesprungen. Und nochmal. Muss man da wirklich genau drin stehen? Das ist wahnsinnig hell hier drin. Na, okay. Das Teil haben wir jetzt. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie gucken, dass wir hier wieder runterkommen. Am besten ohne irgendwie allzu großen Fallschaden zu bekommen. Und jetzt wieder sowas hier. Ich mag das ja überhaupt nicht, ne? Mann, das ist doch jetzt nicht wahr. So, setzen wir das mal so weit wie möglich nach unten. Nein, da stand ich doch schon fast drauf. Ich sage euch, das wird wieder wie Desmonds Erinnerung. Nämlich absoluter Müll. So, ich lasse mich hier einfach mal ein bisschen weiter nach unten fallen. So. Nein. Ach Gott. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ich dachte, das würde da jetzt einfach so stehen bleiben, aber dem ist nicht so. So Mist. Habe ich schon erwähnt, dass ich sowas überhaupt nicht mag? Nö. Da hat doch nicht mehr viel gefehlt. Also zumindest weiß ich jetzt, dass ich da hoch muss. So, und am besten von da irgendwie. Das geht schon wieder schief. So. Puh. Das war doch schon relativ knapp, ja. So, das hier sollte eigentlich relativ simpel sein. Jawohl. So, wie das hier funktioniert. Was? Wie bitte? Was? Eine Pause? Machen Sie weiter, ich denke darüber nach. Sie können lügen, Widdig. Schließen Sie ihn wieder an, Miss Dürme. Alter, das war mal knapp. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass er das noch zählt, weil ich ja doch am Laser hängen geblieben bin. So, jetzt geht's hier anscheinend nach oben. Dann darüber. So, in der Hoffnung, dass hier nicht noch irgendwas Gemeines kommt. Was? So, einfach mal rettungsmäßig was drunter gesetzt. Erstmal hier runter. Ist hier noch irgendwas? Zwei haben wir ja schon. Vier brauchen wir von diesen Fragmenten. So. Okay, hier ist auch nichts. Wie kommen wir denn... Oh Gott.
Ach ja. Fels sind doch schon was Schönes. Achso, den hat er gar nicht genommen. Da war ich ein bisschen zu früh. Darf ich den erst hier setzen? Nein. Ah. Dachte, ich wäre schon über die Laser drüber. So, hier noch nicht, hier noch nicht, hier noch nicht. Jetzt darf ich. Okay. Moment. Ach so, ich muss weiter rüber. Ah, okay, verstehe. Verstehe, verstehe, verstehe. Also ich muss wahrscheinlich zwei Blocks nach hinten. So. Dann irgendwie... Da ist doch noch was, da ist doch irgendwo was. Hallo. Wo war das? Wo war das? Nein! Nee, ne? Ernsthaft? Jetzt kann ich nämlich aber eben mal gucken, ob ich das hier irgendwo sehe. Aber warum ist der denn jetzt runtergefallen? Das verstehe ich nicht. So, darf ich jetzt hier... Danke. Also irgendwo muss hier noch so ein Ding sein, oder ich bin wirklich dran vorbei. Das wäre nämlich jetzt richtig ärgerlich. Okay, die bewegen sich anscheinend nicht. Was zur... Versuchen wir es mal so. Okay, das bewegt sich anscheinend nicht. So. Hier habe ich doch was. Da oben. Jetzt nur hoffen, dass das nicht das ist, was... Oh, es könnte eigentlich sein, dass es das ist, was ich vorhin gehört habe. Nicht, dass das hier das eigentlich vierte ist. Das wäre nämlich jetzt wirklich ärgerlich. So, wo müssen wir hin? Oben wahrscheinlich nicht. Ich glaube, da oben können wir auch gar nicht drauf stehen. Aber wir müssen irgendwie da vorne hin. Ist. So, von wo starten wir jetzt? Natürlich nicht von oben. Wäre auch zu schön gewesen. Hä? Okay, anscheinend war ich ein Pixel zu tief. Na. Kacke. Aber man merkt vielleicht, dass mir sowas überhaupt nicht liegt. Natürlich, gleich am Anfang runterfallen. Warum auch nicht? Na, das darf doch nicht wahr sein. Wie soll ich denn da durchkommen? So, versuchen wir es mal so.
auch nicht. Mal was ganz was Neues. Na komm, lass mich da durch, danke. Na puh. So, was erwartet uns da? So, jetzt sind wir hier. Was immer wir hier auch wollen. Wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass wir nicht irgendwo so ein Teil übersehen haben. Und dann kotze ich. Dann kotze ich im Quadrat. Ganz ehrlich. Oh Mann. Das mal drücken. Bitte was? Kann hier nicht noch irgendwo so ein Teil sein? Oder ist das... Ah ne, es ist noch gar nicht das Ziel. Ich dachte, das wäre jetzt schon das Ende vom Level. Also besteht doch noch die Möglichkeit, dass wir die alle kriegen. Hier nochmal gucken. Nö. So, hier vielleicht. Es gibt eine alte Legende, über Generationen weitergegeben, dass der Edenapfel gar keine Frucht war, sondern aus Marmor oder Bronze bestand. Es heißt, er verleihe seinem Träger unglaubliche Kräfte. Ehrlich gesagt halte ich solche Märchen für reine Blasphemie. Wenn er den Apfel sieht, sagen Sie sofort Bescheid. Ah ja. So, sind wir ganz unten. Hier ist auch anscheinend nichts mehr. Na komm. Einmal den Stein da weg. Ja, hier ist er noch irgendwo. Ich hab dich doch gehört. Ach da. So, damit haben wir 12 von 20. Und jetzt können wir auch beruhigt ins Ziel kommen. Also wir haben ja jetzt alle gefunden, die wir finden mussten. So, hepp, 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 hepp. Okay, fahren wir hier einfach mal runter. Passt schon. Flup, 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 flup. Einmal hier hoch. Habt ihr von dem Assassinen gehört? Si, Ezio Auditore. Finden Sie was raus über Ezio Auditore. Ende der Woche will ich seine Akte auf meinem Schreibtisch. Welchen Apfel suchen Sie denn, Widdig? Soll ich diese Frage wirklich beantworten, Mr. Kaczmarek? Falls ja, könnten Sie wohl kaum erwarten, dass wir Sie nach dem Experiment freilassen. In welchen Fluss werfen Sie Ihre Leichen? Ist das Angst in Ihrer Stimme, Subjekt 16? Wäre angebracht. Wow. Wow. Was ist denn das hier? Alter, euer Ernst hier? So. Wow, 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 wow. Seine Werte sind nicht normal, Miss Dillman. Alter. Bist du okay, Clay? Denk dran. Die Mission. Was wird mit mir geschehen?
Keine Sorge, Lucy holt dich raus. Wir sind ein Team. Lucy. Okay, wo lassen wir uns denn jetzt mal fallen? Ich versuch's einfach mal hier. Aber das ist auch ein bisschen fies hier. Nein! So, einmal... Yep. Nein! Geht das überhaupt in einfach nur fallen lassen? Kommt natürlich im Versuch an. Wir haben ja zur Not immer noch das Steinchen hier. Na, da bin ich jetzt ganz eben an die Kante rangekommen. Also ich glaube, ich muss mich einen Moment früher fallen lassen. So, jetzt so. Schade, da wollte ich gerade noch in letzter Sekunde einen Stein setzen. Er fällt aber ziemlich schnell nach unten, muss ich mal sagen. Ah. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis denn. Tschüss.